Jo, was geht? Wir sind heute in Vilsbiburg und heute mache ich wieder eure Tricks. Zuerst wärmen wir uns ein bisschen auf im Sand. Wir machen ein paar Saltos am Boden, fangen ganz easy an. Vorwärtssalto, Rückwärtssalto, Sideflips. Anschließend gehen wir auf den Turm. Dann schaue ich in die Kommentare vom letzten Video und mach eure Tricks. Erster Sprung des Tages, Stefan, was kommt? Frontflip. Hey, richtig locker. Wie man sieht, Stefan hat richtig Power am Boden. Chillig. Hey, easy. Stefan mit dem Ohrbach. Richtig locker. Mit Schraube. Wenn ich den schaffe, muss Stefan auch gleich einen machen. Less. Lick. Probier es, den Double Cork heißt. Ein Cork mit zwei Schrauben. Schaut einfach zu. Oh, gar nicht schlecht. Ja, wie man sieht, Double Cork klappt leider noch nicht. Ich hoffe, ich schaffe den Ball. Aber für heute lasse es gut sein. Ich würde sagen, das war genug Warm-up. Wir gehen jetzt zum Turm und dann geht's los. Wie ihr seht, sind wir auf dem 10-Meter-Turm. Ich habe ja im letzten Video gesagt, dass wir beim nächsten Mal Tricks vom Sprungturm machen. Ich werde so viele Tricks wie möglich von 5 bis 10 machen. Wir fangen jetzt erstmal mit den leichten Tricks an. Somit ist der erste Trick ein Rückwärtssalto mit einer Schraube. Ja, wie man sieht, eine halbe Schraube zu viel. Es ist unglaublich schwer für mich, den Salto und die Schraube so langsam zu machen. Erster Sprung und ich würde sagen, den machen wir gleich nochmal. Ja, der war mit Sicherheit nicht der schönste, aber den lassen wir zählen. Weiter geht's mit dem Suki. Den mache ich natürlich auch gleich von 10 Metern. Das ist der Vorwärtssalto, halbe Schraube zur Rückwärtssalto. In den Kommentaren stand auch, ich soll mehr Bomben machen, deswegen werdet ihr mehr Bomben heute machen. Als nächstes kommt der Doppel-Layout rückwärts. Zwei Rückwärtssaltos im Hohlkreuz. Was machen wir als nächstes? Fast der identische Sprung, nur von einem Bein abgesprungen und mit seitlicher Achse im Flug, sag ich mal. Im Endeffekt sieht es so aus, ich laufe an, springe mit einem Bein ab und macht den Doppelrückwärtssalto wieder im Hohlkreuz Layout. Der Sprung kein Problem, ist ja fast dasselbe wie der Double Layout rückwärts. Weiter geht's. Fast derselbe Sprung, nur diesmal eine Schraube im ersten Salto, wird genannt Cork in Back Out. Nächstes machen wir den Full and Back Layout, Doppelrückwärtssalto, eine Schraube im ersten, zweiter Salto im Hohlkreuz. Weiter geht's mit dem Dreifach-Vorwärtssalto, halbe Schraube, den wir Triffes nennen. Santa shit. Der Triffes. Einer meiner Lieblingssprünge, den mache ich übrigens auch bei den Wettkämpfen auf der WM. Wir machen weiter mit dem Dreifach-Rückwärtssalto von 5 Metern. Weiter geht's mit dem Doppel-Rückwärtssalto, zwei Schrauben im ersten. Double full in. Genau, double full in. Auch
Der Double Full-In war kein Problem. Wir machen weiter mit dem Full-In Double Back. Dreifach Rückwärtssalto, eine Schraube im ersten. Relativ schwer. Habe ich dieses Jahr auch erst einmal von 10 gemacht. Das war früher schon sehr oft von 7. Ja, von 7 mache ich den eigentlich lieber, aber heute mal von 10. Und wird schon gehen, wird schon klappen. Dreifach Salto mit einer Schraube, doch ziemlich gut rumgekriegt. Und ich würde sagen, wir machen gleich weiter. Als nächstes eher was Witziges, ich mache einen Seemannsköpfer aus 5 Metern, das heißt Hecht ohne Arme. Als nächstes kommt der Doppelvorwärtssalto, 3,5 Schrauben, einen im ersten, 2,5 im zweiten. Full in Randy. Genau. So, als nächstes. Als nächstes kommt Doppelvorwärtssalto, halbe Schraube zu Rückwärtssalto, Fliffeshaarer. Dein Lieblings-Highdive. Ja, stimmt. Von den Klippen mein Lieblingssprung. Fühle ich mich am sichersten mit. Und sollte natürlich von 10 dann auch hinhauen. Wir machen weiter. Doppelrückwärtssalto, 4 Schrauben, eine im ersten, 3 im zweiten. Full in, triple full. Richtig krass, ich habe sogar ein bisschen zu viel geschraubt. Full in und dann fast 3,5 noch. Aber ja, leider mal wieder die Hose kaputt. Wir nähen die ja jedes Mal, aber weiß nicht, wie lange es noch so weitergeht. Run. Viele haben danach gefragt, es wird der letzte Sprung des Tages. Ich mache den vierfach Rückwärtssalto vom 10er. Richtig schwerer Sprung. Ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Lasst auf jeden Fall mal einen Daumen hoch dafür. Für den Quadback. Vierfach Rückwärtssalto. Ihr habt das gewollt. Und wir machen eure Tricks. Fertig geht's. Hau raus. Jawohl. Yes. Yeah. Ich bin mega happy. Einer meiner besten Quadbacks bis jetzt. Mit dem Sprung möchte ich das Video auch beenden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer Daumen hoch da lassen. Schreibt wieder fleißig Kommentare für die nächste Runde. Abonniert, falls ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Run.